Und jetzt so Black Ops. Nice, eine Underchest. Und willkommen zu einem Let's Play Drakensang Online auf dem Testserver. Hier sieht man Stable und es geht ganz um Release 158. Nämlich ich habe 50k Andermann und ein paar Leggies bekommen und die Welt soll erhöht werden. Erstmal hier, was es hier Neues gibt. So einmal so ein Schild, einmal so ein Schild. Das Problem ist halt einfach bei dem Schild. Bekommt halt nicht genügend Blockwertung, also nicht die auf die 80%, sodass sich die, das heißt, also dass sich die mehr Blockstärke nicht lohnen. Das ist halt ein bisschen blöd. Ich glaube hier, jo, kann man das alte Set kaufen. Hier gibt es noch eine Quest. Hier hinten ist dann anscheinend der Tabo. Yep. Der ist so geblieben wie immer. Hier könnte man jetzt direkt reingehen. Auch kann man sogar direkt groß. Was wollte ich jetzt gar nicht? Ich wollte mich jetzt gerade wieder zurück und einmal. Ja. Okay, es geht immer noch nicht. Das gleichzeitige Aufsatteln und so weiter und so fort. So, dann was hatte ich eben auf? Und jo. Wie heißt es, die Werte, alle Werte sollen ja erhöht werden. Übrigens, was richtig cool ist, hier gibt es übrigens einen neuen Gauklerplatz. Der wird gleich auch erstmal ausgesetzt. So, aber jetzt erstmal neue Gegenstände geöffnet. Bin ja mal gespannt, wie sie die Werte denn verbessert haben. Wie stark. Oh, haben sogar eine Waffe. Das, also das Beste kommt zum Schluss. So, fangen wir mit der an. Ja, man kann ja auch die Kampfstärke sehen. Zum Beispiel ist das jetzt zwar nicht unbedingt gut, aber das hat anscheinend eine hohe Rüstung und ist eigentlich besser als das. Sehe ich jetzt ja nicht so. Alter, nee, oder? Boah. Alter, ist das ein krasses Ding. Hier würde man noch die 50 bekommen. Boah, alter Falter. Das muss man sich jetzt erstmal vorstellen. Ich habe jetzt schon mal 3000. Da würden noch 2000 draufkommen. Das heißt, ich wäre bei 5000. Und dann nochmal die Hälfte. Das wären diese 8000, 9000. Das heißt, es wäre auf 80% und dann hat es bis 2 Blockstärke. Das heißt, es wären so 70% hier Blockstärke wäre die Reduktion, wenn man noch hier die anderen paar Sachen hätte. Krass, also das ist echt schon heftig. Heftiges Teil. Man kann direkt sagen, es ist direkt besser als mein Teil hier. Krass. Erstverbesserung für diesen Charakter hier. Joa, ist jetzt nicht so geil. Auf jeden Fall, aber auf jeden Fall besser als das Teil. Oha. Oha, krass. Weißt du was, den hier baller ich nur auf Leben und. Ja, weiß ich. Keine Ahnung. Ja, das ist auf jeden Fall besser, aber ja, doch. Jo, wieder 200, 138. Auf jeden Fall ist es so, dass die öfters jetzt mittlerweile drauf sind. Der Gürtel ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Das ist nicht so geil. Die anderen Schilder sind echt nicht so geil. Aber zum Beispiel kann ich sagen, dass das
besser ist. Ja. Dann rüste ich mal aus. So. Und kein Run Speed. Und jetzt kommt's. Och, guck mal. Direkt besser. So, mal gucken, ob ich mal besser ausfinde. Leben, Crit. Einmal Schaden. 422, 600 Dingsbums. Alter, 290, heftig. 300, 255. Ja. Sind schon ganz schön heftige Sachen dabei. So, jetzt nur noch einmal die Schultern. Oh, krass. Ja. Und jetzt kommt die Waffe, die scheint, ja. Mal gucken. Ja, die ist jetzt nicht so mega geil. Also, die weiß, es ist Einhand. Und mein Schaden ist gestiegen, oder? Jo, er ist sogar gestiegen. Woher kann ich nicht sagen, nee, die höhere Angriffsgeschwindigkeit macht es wieder raus. Jo. Dann gaukeln wir jetzt erstmal noch eine Runde. Und gucken, was denn die Gaukler jetzt so Gutes bekommen können. Bin ich auch mal gespannt, wie jetzt ungefähr die Chancen sind. Weil die Chancen ändern ja auch, hier ist es pro Update. Wir geben jetzt einfach mal alles hier hin und dann gucken wir uns nachher das Ergebnis an, was wir aus den Gauklern, was ich aus den Gauklern rausbekommen habe. Schon mal 100 Gold, jo, ist nicht schlecht. Ziemlich nice, auf jeden Fall. Viele schöne Essenzen. Ich glaube, ich habe gerade den Maze gefunden, ne? Das heißt, kein Crit auf der Waffe von Haus aus. Schade. Ja, dieses eine Schild, das hätte ich gerne auf den Live-Server. Das ist, was da gekommen ist. Das ist schon richtig, richtig krass gut. Also, darüber kann man sich echt freuen, wenn man sowas auf dem Live-Server findet, dann hat man. Boah, ja. Echt schade, dass ich das jetzt hier nur auf dem Test-Server gefunden habe. Aber da, wie heißt es, die Werte, also. Ich bin zuversichtlich, durch viel Farben sie dann irgendwann mal so ein Schild auch auf dem. Obwohl, das ist ja eigentlich perfekt gewürfelt. Was Besseres kann man ja auf dem Schild kann man mittlerweile gar nicht mehr drauf haben. Dreimal Blockstärke und einmal Blockwertung. Das ist halt das Maximum. Besser geht's doch gar nicht. Okay, was man noch besser machen könnte, ist halt die einzelnen Stärkeverzauberungen. Aber das wäre schon echt mega krass. Ich glaube, die können bis zu 0,5 oder so hoch sein. Das heißt, das wären dann 1,5, 2,5 an Blockstärke, insgesamt 3,1. Das heißt, das ist schon so gut wie auf dem Maximum war. Ich guck mal kurz mir hier nochmal an. So, ich mache die Boxen jetzt erstmal aus, die kribbeln die ganze Zeit. Ja, ich sag mal, wie heißt es, die ganzen Werte kommen ungefähr nur, ja, noch ein paar Sachen kann man noch höher gehen, also. 70% wäre, also mit meiner Ausrüstung und dem Schild, wäre ich wahrscheinlich auf 70%. Und das ist schon ziemlich krass. Jo. So, jetzt wird noch zu Ende gegaukelt. Und jo. Um vielleicht noch eine kleine Geschichte zu erzählen, ich habe ja Samstag einen Livestream angekündigt. Und ja, der ging sollte ab 12 Uhr gehen, bis 0 Uhr dann dauern. Und dann war ich hoch motiviert. Ich wollte eigentlich schon direkt vorher 2 Stunden früher anfangen und dann einfach einmal 2 farmen. Um so bin ich auch schon ein bisschen darauf vorzubereiten und so. Habe ich dann nicht gemacht, weil ich wollte dann lieber frühstücken. War auch ganz gut. Dann hab ich mich halt um 12 Uhr hingesetzt. Habe versucht, den Stream zu starten. Und das Internet war so ein Dreck. Also es war. Oh, der Cedrix will jetzt erstmal streamen. Och, nee, ich habe jetzt gerade keinen Bock. Ich mache jetzt gerade Urlaub auf Malle. Ich bin gerade richtig down. Hab mir gerade gestern letztlich voll eine getrunken und jetzt bin ich hier so voll down am Schüttel die Dissel.
So war es ungefähr. Dann ist es irgendwie gegen alle 5 Minuten, ist es halt abgebrochen. Dann habe ich ein bisschen im Internet geguckt. Und joa, ich hieß, ich habe ein falsches Kabel. Und die hatten recht. Weil so ein Metallkabel übernimmt die Schwingungen vom PC. Das habe ich, dann habe ich geguckt, ob ich noch irgendwie so ein Plastikkabel habe. Ich habe mir so, Plastik. Aber da vorne, ich weiß es, die Ummantelung sollte um Plastik sein. Hatte ich sogar. Hab's dann umgesteckt. Und dann ging's. Ich glaube, ab 16 Uhr habe ich dann durchgestreamt bis. Oh, gute Frage. Auf jeden Fall, glaub, 20 Uhr, 20.30 Uhr wahrscheinlich. Danach habe ich auch hart die Motivation verloren. Beziehungsweise zwischendurch habe ich dann einfach mal, ich glaube von 18 bis 19 Uhr habe ich dann eine Pause gemacht. Mit Ragensang. Da habe ich dann eine Stunde Hearthstone gestreamt. Ich glaube davor war ich eine Stunde essen. Ein richtig leckeres Steak. Das heißt ungefähr, oh nice, geschliffener Diamant. Jo. War doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, der Stream. Aber es hat echt genervt, diese 2 Stunden, die mir dann fehlten. In 2 Stunden habe ich dann einfach mein PS2-Spiel, die PS3-Spiele ausprobiert, dieses Formel 1-Spiel, was ich mir letztlich gegönnt habe, so ein Gebrauchsspiel für 3 Euro. Ich dachte mir so, jo. Und das ist nämlich ein Formel 1-Spiel, was man nicht für Codemaster ist. Und das dazu kommt auch noch ein Video. Nämlich so ein Video wie dieses Spiel versus das irgendein Codemaster-Spiel. Also wahrscheinlich werde ich das Spiel halt einfach mit 2013 vergleichen. Und darauf freue ich mich schon richtig, weil das eine nämlich von der Konsole auf, das andere vom PC. Und demnächst werden wieder schöne Sachen von der Konsole kommen. Weil ich habe nun mein Equipment wieder zusammengefunden. Ich habe Kopfhörer gefunden, die richtig gut passen. Ich dachte erst, die werden so meh, Speedlink, Gronyux, voll die Kack-Kopfhörer. Aber man muss es so sehen. Hätte ich die nicht, würde ich so meine In-Ear-Kopfhörer nehmen, die noch ein bisschen widerlicher sind. Und davon funktioniert nur einer. Das heißt, ich hätte nur auf ein Ohr Sound. Und so richtig geil sind die dann auch nicht, halt im Ohr. Das heißt, und ich habe so eingestellt, dass es eigentlich mal gar nicht so krass auf den Ohren drückt. Zwar nicht optimal, aber ey, besser als nix. Besser als die anderen. So muss ich doch sagen, hatte ich doch echt Glück gehabt, dass ich da mal was gewonnen habe bei den Zinder Gamers. In der Bible-Stunde vom Hustle 666. Echt schade, dass da eigentlich nichts mehr kommt. Also, ich habe die echt gerne geguckt, immer so freitags. Ich glaube, ab 20 Uhr, 2 Stunden, die schöne Bubble-Stunde. Hat echt Spaß gemacht früher. Also immer so ein paar Fragen, immer so bla bla. Boss hat was, hat echt Laune gemacht. Und dann ab und zu mal durfte man sogar reinkommen und mit denen labern. Das war echt cool. Jo. Aber ich schade, dass irgendwie seit ein Jahr oder so keine Bubble-Stunde mehr kommt. Ich habe dann auch mal nachgefragt und dann so. Ich glaube, das hier ist so. Ja, guck mal, was so in demnächst kommt oder so. Aber kommt immer noch nichts. Schade. Aber ja, livestreamt öfters mal. Oder öfters. Also, was er noch macht, sind halt ein paar Livestreams auf Hitbox. Wo er dann ein paar Sachen zockt. Aber so viel kommt nicht mehr. Finde ich echt schade. Aber zum Beispiel vom Fally und vom Ozzy und vom. Mittlerweile vom Mario Tator kommt wieder etwas. Was mich richtig freut. Das war nämlich damals noch auch wirklich einer meiner Lieblingskommentatoren. Und dann hat er plötzlich aufgehört. Ich kenne den Grund auch, aber. Ja. War schon heftig. Aber dazu gibt es auch noch ein Video auf seinem Kanal, was er wahrscheinlich jetzt hochgeladen hat oder vielleicht auch nicht. Er hat zumindest angekündigt, dass er ein Video macht, warum er so eine lange Pause gemacht hat. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass er jetzt wieder Videos macht. Richtig schön hingeschisselt. Auf jeden Fall macht er zuerst Need for Speed und Black Ops 3. Was auch viele, viele sind jetzt auch gehypt von Black Ops 3, weil, oh, so geiles Spiel und so. Ich glaube, die denken, die finden das so, ja, typisch Call of Duty, yeah. Weil viele sagen so, Advanced Warfare, voll kacke.
Ich bin einer, der sagt, in Wolfsverfall eigentlich mal ein richtig gar nicht COD. Weil es einfach mal schneller war. Deutlich schneller. Eigentlich hört man ja vom COE, dass es eigentlich ein schnelles Spiel ist. Und Advanced Warfare war einfach noch mehr schneller. Es ging halt eher mehr in Richtung Quake Live anstatt in COD. Und Quake Live ist eher eines der besten Shooter. Auch besser eines der besten Skill-Shooter. Weil da kommt es wirklich auf dein Movement an, auf dein Aim und so weiter. Und wie heißt es, Advanced Warfare hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil es so richtig, ja, du musst dich recht schnell bewegen. Hat einfach richtig Bock gemacht. Und jetzt so Black Ops. Nice, ne Underchest. Wie geil. Und wie heißt es, Black Ops 3? Hat jetzt. Macht fast. Also, besonders bei Black Ops 3 gibt es wieder diese altbekannten Wege. Die gehst du lang, läufst immer wieder ab. Und killst dann auf dem Weg halt ein paar Leute. Ab und zu kommt vielleicht einer um die Ecke gesprungen, was dann mal unerwartet kommt. Aber das passiert dann auch wahrscheinlich nicht so oft. Und jo, dann hat man halt so ungefähr ein Black Ops 2 mit ein bisschen mehr Springen. Und das war's dann auch schon wieder. Wir haben aber bei Advanced Warfare von allen Seiten die ganze Zeit permanent aufmerksam sein musste, ob jemand kommt, ob man abgeschossen wird und so weiter. Ja, und irgendwie finden alle Black Ops 3 jetzt mega, mega krass geil. Und hier ist so. Ja, also dafür jetzt 80 Euro ausgeben. Nee. Für ein Spiel, was fast das gleiche ist wie der Vorgänger. Es kann, also ich verstehe es einfach nicht, wie die Leute immer wieder kaufen, fast das gleiche Spiel eigentlich nur zwei Sachen ändern. Toto. Ich habe es bis jetzt aber noch nicht gespielt, aber ich habe es einmal angeguckt und da ist jetzt nicht so viel geändert, dass ich sage, oh, das musst du dir jetzt unbedingt kaufen. Bei Advanced Warfare war das so, beziehungsweise ich habe mich dadurch durch ein Gratis-Wochenende habe ich das dann runtergeladen, diese 50 GB oder so, was war das war. Und dann konnte ich irgendwie 2, 4, 8 Stunden spielen. Habe ich davon auch damals im Livestream gespielt. Und ich musste echt sagen, das Spiel hat mich richtig gefesselt. Wär's nicht so teuer, hätte ich es mir damals sogar gekauft. Aber jetzt kann man es so, glaube ich, für 15 Euro oder so kaufen. Ich glaube, das gönne ich mir demnächst. Und dann wird ein bisschen Advanced Warfare gezockt und auch hochgeladen. Weil das Spiel hat echt Bock gemacht. Nicht so wie die ganzen anderen CODs. Aber was ich echt sagen muss, Modern Warfare 2 ist echt wirklich ein gutes Spiel. Ein guter Teil. Ich habe den jetzt für die PS3, aber auf der PS3 kann ich echt nichts. Da spiele ich nämlich ab und zu einfach nur so 4v4 Multiplayer Splitscreen. Bin bei Kumpels oder Brüders. Haben wir sich da um die Fresse eingeschlagen. Und das macht dann auch richtig viel Bock. So, jetzt gucken wir erstmal. Ach, stimmt ja, können ja noch mehr gaukeln. Haben ja hier was Cooles bekommen. 10.000 Andermann sogar. Krass. Können wir direkt sogar mehr vergaukeln. Ey, diese 10k Andermann, die hätte ich auch lieber auf dem Live-Server gewinnen müssen, Alter. Das wäre schön gewesen. Und, ey, passt auf, jetzt bekommen wir auf jeden Fall noch eine. Einfach weil wir es können. Wäre jetzt richtig cool, wenn denn noch eine kommen würde und dann die Million. Auf dem Testserver. Das wäre so. Boah, nee. Aber hier verkaufe ich auch, gaukel ich auch einfach direkt alles, weil. Ja, was soll ich sonst nur mitmachen? Viel spielen tue ich hier drauf nicht, weil. Einhand-DK, damit erreicht man einfach nichts. Und hier eine 2 anzufinden, das dauert und dauert und. Bleh, nee. Ganz vergessen. Hui. Ich bin mal gespannt, wie es dann hinter sieht, was wir so alles bekommen haben. Was dann alles im Inventar liegt und so weiter und so fort. Aber bin ich echt gespannt, was da unterm Strich bei rumgekommen ist. Ich mag trotzdem immer noch das Gaukeln, aber. Ja, es kommt halt ziemlich viel nicht so coole Sachen. Zum Beispiel, ich habe jetzt 50, beziehungsweise jetzt eigentlich 60k jetzt gleich vergaukelt und ich glaube, ich habe kein einziges Kleolat bekommen. Und das ist schon ein recht, ja, doof.
Ja, soweit ich weiß, habe ich jetzt kein einziges Kleber bekommen. Aber schön viele Steine und so weiter. Also für Steine lohnt sich, ja, mehr oder weniger. Für ein paar Essenzen, für. Ja, mit zwei haben sie ja gesagt, sind entfernt, wird später vielleicht nachgereicht. Keine Ahnung. Aber wäre echt bitter, wenn sie wirklich komplett Map 2 entfernen. Beziehungsweise ich bin gespannt, wie es ist, ob man die nachher noch immer noch so easy cheesy farmen kann. Ich denke nicht. Da wäre ich ziemlich traurig und sollte vielleicht noch etwas farmen, bevor das Update kommt. Prachtkerl. Oh. Ich bin ein richtiger Prachtkerl. Wie einfach nur kacke das aussieht. Kann ich hier nicht irgendwas Besseres scannen? 500. 900 davon, 300 davon. Ja, gut, sieht auch nicht unbedingt besser aus. Nö, es scheint besser zu sein. Laut Dingsbums ist das besser. Die Kampfkraftwerte sind auch echt so seltsame Werte. Zum Beispiel sowas wie schnellere Laufgeschwindigkeit wird wahrscheinlich im Ranking richtig unten, weit unten sein. Aber im PvP, wenn man da nicht viel Laufgeschwindigkeit hat, ja, kann man sagen, hat man nur ein Zehntel der Kampfkraft, wenn man nicht vom Fleck bekommt, weil man nicht vom Fleck kommt. Und das wird halt nicht mit einberechnet, weil wie soll man sowas einberechnen? So. Das heißt, es ist mehr oder weniger auch wieder Peng, das Ganze. Na egal, das war's vom Testserver. Joa, Löggis waren jetzt. Auf jeden Fall, defensive Werte sind irgendwie deutlich stärker geworden. Offensive Werte, zum Beispiel Crit, ist auf jeden Fall jetzt häufiger auf Items drauf, aber auch nicht unbedingt höher. Nicht unbedingt höher. Ein bisschen blöd, aber ja gut. Ich denke jetzt nicht, dass jetzt noch mal eine Verbesserung der Items kommt, weil die haben jetzt irgendwie schon dreimal das gemacht und ob es jetzt nochmal kommt, noch eine Verbesserung, glaube ich ja nicht. Oder das war's vom Testserver. Ich hoffe, es hat euch gefallen und einen Einblick in Release 158 gegeben. Ich denke mal so, es kommt so am. Ja. Dienstag, beziehungsweise ich denke so, meistens ist ja so ein Release-Tag, so ein Donnerstag, also denke ich mal, es kommt am Donnerstag, also wenn es nicht direkt nach dem Tag-Event kommt, denke ich mal so, kommt am Donnerstag, jo. Das heißt, man könnte dann so noch mit 2 fahren. Jo, das war's dann von diesem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.